Einen wunderschönen, ihr Lieben, und damit herzlich willkommen zu Clash at the Castle in 3 Minuten. Die Show wird eröffnet vom WWE Championship I Quit Match. Zwischendurch geht es ins Publikum und in den Backstage-Bereich. Cody beginnt zu bluten, nachdem Styles ihn auf das Kommentatorenpult geworfen hat. Styles legt sich während des Matches mehrmals mit Codys Mutter an, die in der ersten Reihe sitzt. Cody wird mit Handschellen gefesselt und mit dem Candlestick vermöbelt, kann sich aber schließlich befreien und kettet Styles mit den Handschellen ans Ringseil. Styles gibt schließlich nach 28 Minuten auf, als Cody droht, ihn mit der Ringtreppe zu schlagen. Nach kurzer Absprache mit seiner Mutter schlägt er dann aber doch zu. Cody will die Halle verlassen, als plötzlich Solo Sikoa hinter ihm steht. Die Bloodline attackiert Cody, aber Kevin Owens und Randy Orton kommen ihm zu Hilfe. Women's Tag Team Championship Triple Threat. Jade Cargill und Bianca Belair dominieren die komplette erste Hälfte des Matches, bis die beiden anderen Teams beschließen, zusammenzuarbeiten. Schließlich bringen Belair und Cargill ihren Tag-Finisher durch, aber Isla Dawn schaltet Cargill aus und bringt selbst den Pin durch. Damit haben wir neue Women's Tag Team Champions. Otis und Maxxine Dupri sind mit am Ring. Chad Gable bearbeitet Sami Zayns Arm, der kommt immer wieder über sein Herz zurück, aber Gable hat auf fast alles eine Antwort. Gable schnappt sich schließlich den Gürtel und überreicht ihn Maxxine, die Zayn damit schlagen soll, sie kann sich aber nicht dazu durchringen. Es kommt zu einem Streit, Zayn trifft fast Maxxine mit dem Helluva Kick, Otis kassiert dann den Suicide Dive, Gable hat Zayn im Ankle Lock, Sami kontert und Gable fliegt gegen Maxxine Dupri. Otis wird daraufhin wütend, will auf Zayn losgehen, aber Maxxine hält ihn auf. Otis schnappt sich Maxxine und verlässt die Halle. Sami Zayn bringt den Helluva Kick durch und beendet das Match. WWE Women's Championship. Chelsea Green wird bereits nach 3 Minuten rausgeworfen, danach plätschert das Match ein wenig dahin. Nach 11 Minuten kommt Chelsea tatsächlich wieder zurück, diesmal mit einer Luchador-Maske. Sie versucht erneut einzugreifen, wird aber von Bayley abgefertigt. Danach zieht das Match nochmal ordentlich Tempo an. Bayley versucht mehrfach den Rose Plant durchzubringen, aber Piper kontert immer wieder. Am Ende gewinnt Bayley das Match mit dem Crucifix Driver. Drew McIntyre kommt mit Dudelsackkapelle raus und kostet den Moment lange aus. Match ist schnell und hat ordentlich Feuer drin. Priest will dann einen Dive zeigen, bleibt aber mit dem Fuß im Seil hängen und muss von McIntyre befreit werden. Großes Glück, dass es hier keine schwere Verletzung gab. Priest humpelt danach aber merklich. Match ist dennoch stark und hart geführt, McIntyre kickt aus dem South of Heaven, kurz darauf gibt es den Kickout von Priest nach dem Claymore. Dann gibt es einen Ref-Bump, McIntyre bringt den Claymore durch, aber niemand kann den Pin zählen. Ein neuer Ref kommt in den Ring, zählt bis 2 und unterbricht dann den Pin. Die Kamera schwenkt langsam hoch und dieser Ref stellt sich als CM Punk heraus. Es gibt den Low Blow von Punk und den South of Heaven zur Titelverteidigung nach 20 Minuten. Mit einem zufriedenen CM Punk und einem erleichterten Damian Priest geht die Show off air. Alles in allem eine wirklich starke Show. Alle Matches haben auf ihre Art abgeliefert. Absoluter Scene-Stealer und Match of the Night für mich war der Main Event. Hier gab es auch mein Highlight des Abends, den Eingriff von CM Punk. Besonders hervorhebenswert hier auch die Inszenierung und die Kameraarbeit. Ich gebe dieser Show eine 8 von 10. Wenn ihr das Ganze jetzt noch etwas ausführlicher haben wollt, dann empfehle ich euch den Spotfight Podcast.